Und das andere ist, wenn du bei deiner Arbeit tagsüber bist, was auch immer du machst, und du beschäftigst dich nebenbei noch mit Themen aus deiner Kinderstube oder mit Zukunftsängsten, du löst die in diesem Moment ja nicht. Das ändert ja nichts an dem Thema, sondern es stresst dich. Das heißt bitte nicht, dass es auch darum gehen darf, Themen, die dich beschäftigen, die dich belasten, aus der Vergangenheit oder eben aus der Zukunft, dass du dich damit auch beschäftigen solltest und darfst, um diese zu lösen, aus der Vergangenheit oder eben auch aus der Zukunft, deine Zukunft zu planen, so zu planen, wie es dir und deinem Herzen entspricht, deiner Seele, deinem Seelenruf entspricht, deinem Seelenplan. Aber nimm dir dafür bitte dann eben auch bewusst Zeit und mach das nicht zwischendurch. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Welt ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir heute zur Seelenfreude-Challenge, Tag 6. Heute geht es um das Thema Zeit haben und präsent sein. Wie geht's dir? Mal schauen, wer heute Morgen schon so früh hier live wieder mit dabei ist. Ja, heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, um dir eine Anregung dazu geben, wie du präsenter bist im Hier und im Jetzt und wie du auch mal wieder in das Gefühl kommst, Zeit zu haben. Das meist rezitierte Mantra: keine Zeit. Wie oft sagst du das selbst? Wie oft hörst du das tagsüber in deinem Umfeld? Ich habe keine Zeit. Dabei, meine Liebe, mein Lieber, jeder von uns, ausnahmslos jeder, hat 24 Stunden Zeit jeden Tag zur Verfügung. Mir ist noch niemand begegnet, der nur 23 Stunden Zeit zur Verfügung hat. Mir ist auch noch niemand begegnet, der 28 Stunden Zeit zur Verfügung hatte. Die Internetverbindung war gerade weg. Ich bin jetzt mal ein bisschen näher wieder an den Router rangegangen. Ich hoffe, es hält jetzt. Ja, auch ich selbst kenne dieses Mantra, ich habe keine Zeit, nur zu gut. Wie oft hätte ich mir schon gewünscht, mal 28 Stunden oder 30 Stunden Tage zu haben. Habe einen Antrag gestellt, ist mir aber nie genehmigt worden. Da schweigen die da oben. Also, Spaß beiseite. Dieses keine Zeit zu haben, gestresst zu sein. So, da bin ich nochmal. Verbindung war wieder weg. Also, dieses Gefühl, keine Zeit zu haben, gestresst zu sein. Das hängt einfach damit zusammen, dass du und dass wir haben es halt nie gelernt, nicht präsent sind tagsüber. Dass wir hier mit unserem Köpfchen, mit unseren Gedanken entweder im Gestern schwelgen, im Vorgestern oder bei dem Kram aus der Kinderzeit oder wo auch immer, was uns da alles geschehen ist oder nicht geschehen ist und, und. Oder wir sind mit unserem Köpfchen, mit unseren Gedanken, mit unserem Gedankenkabarett im Morgen, im Übermorgen, in Zukunftsängsten, bei ungelegten Eiern, um das mal so auszudrücken, was auch immer. Wir hocken am Arbeitsplatz, sind bei einer Arbeit, sind aber mit den Gedanken, was weiß ich, nachmittags schon beim Kochen, bei der Bügelwäsche oder keine Ahnung. Und das sind so die Dinge, wo wir uns selbst mit stressen, weil wir nicht präsent sind im Hier und im Jetzt und im Augenblick. Und schau mal, die einzige Realität, die wir doch im Grunde genommen haben, im Grunde genommen, die einzige Realität ist das Hier und das Jetzt, der Augenblick, in dem du dich befindest. Das Gestern, das Vorgestern, was vor 20 Jahren war, das ist vorbei. Und das Morgen ist auch noch keine Realität. Und das sind so die Dinge, die uns enorm stressen, wo wir das Gefühl haben, ich habe keine Zeit, wo wir das auch noch sagen. Und was letzten Endes auch dazu führt, wir sind nicht präsent, wir sind im wahrsten Sinne des Wortes nicht präsent im Hier und im Jetzt, Präsens. Und ich darf mich selbst auch ganz arg darin üben,
präsent zu sein im Hier und im Jetzt, weil ständig hier die Meldung kommt, dass die Übertragung unterbrochen wurde, weil eine schlechte Internetverbindung da ist. Aber es gelingt mir ganz gut. Okay, also zusammengefasst, es geht darum, präsent zu sein, Präsenz im Hier und im Jetzt zu sein. Tag. Und wie machst du das am besten, präsent zu sein im Hier und im Jetzt? Indem du dich auf deinen Atem konzentrierst, auf das Hier und Jetzt konzentrierst, wo du gerade bist, was du gerade machst, deine Gedanken beobachtest und immer wieder, wenn du beobachtest, dass deine Gedanken abschweifen ins Gestern, ins Vorgestern, in den ganzen Kram aus der Kinderstube, wo du immer noch glaubst, dass es dich beschäftigt, dass es dich belastet, dass du dich immer wieder zurückholst ins Hier und in diesen. Auch wenn du dich mit Zukunftsthemen beschäftigst, mit Zukunftsängsten, mit Problemen, auch dann komm immer wieder zurück ins Hier und ins Jetzt. Denn bei dem, was du gerade machst, bei deiner Arbeit, die du machst, bringt es dich nicht weiter, wenn du noch schaust, dass du dich nebenbei noch mit Kindheitsängsten oder Problemen beschäftigst oder dich mit Zukunftsängsten beschäftigst. Das stresst dich ganz enorm. Und deshalb würde ich dir heute gerne mit auf den Weg geben. Bei allem, was du machst, nimm dir ganz bewusst Zeit für alles. Egal, ob du bei der Arbeit bist und deine Arbeitsabläufe, was auch immer du da eben machst, oder ob du zu Hause beim Kochen bist, zu Hause beim Bügeln bist, beim Kochen bist, beim Wohnungsaufräumen, was auch immer, sei präsent im Hier und im Jetzt. Ich hoffe, die Übertragung heute Morgen hier, die ist irgendwie doch ein bisschen zusammenhängend, weil ich bekomme hier wirklich ständig die Meldung, dass die Verbindung unterbrochen ist. Deshalb, wenn ich so den einen oder anderen Satz wiederhole, dann sorry, dann hängt das damit einfach zusammen. Und es passt auch irgendwie zur Challenge, die ich dir gerade mit auf den Weg gebe. Auch ich darf mich ja jetzt ganz, ganz enorm darin üben, präsent zu sein im Hier und im Jetzt, weil ständig die Internetverbindung hier abbricht. Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gabi, liebe Lubomira, einen wunderschönen guten Morgen aus dem verschneiten Freiburg. In Freiburg schneit es heute Morgen. Oh, hier im Saarland scheint die Sonne. Wir haben hier strahlenden Sonnenschein. Dann schicken wir mal ein bisschen Sonne nach Freiburg. Die Evelyn mit Y ist dabei. Wunderschönen guten Morgen, liebe Hilge, wunderschönen guten Morgen. Ja, ihr Lieben, ich habe heute Freude hier mit meiner Internetverbindung und bleibe dennoch ganz beim Thema im Hier und im Jetzt, wie ich es dir gerade vermittle. Also nochmal zusammenfassend, es geht darum, egal was du tagsüber machst, jetzt deine Gedanken immer wieder zu beobachten und sobald du merkst, dass du abschweifst, im Gestern bist oder in der Zukunft, hol dich zurück ins Hier und ins Jetzt, damit du aufhörst, dich so zu stressen, dass du präsent bist. Weil zwei Dinge einfach. Wenn du präsent im Hier und im Jetzt bist, fühlst du dich weniger gestresst. Du nimmst die Botschaften, die das Universum dir stellt, die nimmst du viel besser auf, wenn du präsent bist. Du kannst dir das ansonsten so vorstellen wie ein Briefkasten. Der Briefträger will dir einen Brief übermitteln und du bist nicht da. Der klingelt an deiner Tür und du bist nicht da. Dann legt er den Brief in den Briefkasten. Ob du den Brief dann öffnest, beziehungsweise den Briefkasten öffnest und den Brief rausholst, entgegen der Entscheidung. Und so ist es auch, wenn du tagsüber mit deinen Gedanken, mit deiner Präsenz nicht da bist, im Gestern und im Morgen schwelst, dann nimmst du diese Botschaften, die das Universum dir ständig schickt, nicht auf. Diese wunderbaren Geschenke des Lebens, die du ständig bekommst, im Kleineren und im Größeren, weil du nicht da bist im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Das ist das eine. Und das andere ist, wenn du bei deiner Arbeit tagsüber bist, was auch immer du machst, und du beschäftigst dich nebenbei noch mit Themen aus
aus deiner Kinderstube oder mit Zukunftsängsten. Du löst die in diesem Moment ja nicht. Das ändert ja nichts an dem Thema, sondern es stresst dich. Das heißt bitte nicht, dass es auch darum gehen darf, Themen, die dich beschäftigen, die dich belasten, aus der Vergangenheit oder eben aus der Zukunft, dass du dich damit auch beschäftigen solltest und darfst, um diese zu lösen, aus der Vergangenheit oder eben auch aus der Zukunft, deine Zukunft zu planen, so zu planen, wie es dir und deinem Herzen entspricht, deiner Seele, deinem Seelenruf entspricht, deinem Seelenplan. Aber nimm dir dafür bitte dann eben auch bewusst Zeit und mach das nicht zwischendurch. Also zwischendurch immer wieder tagsüber deine Gedanken beobachten, im Präsent zu sein, im Hier und im Jetzt und dir bewusst Zeit zu nehmen, abends, wann auch immer, wo du dich dann eben auch mit Dingen aus der Vergangenheit beschäftigen darfst und diese lösen darfst oder auch mit deiner Zukunftsplanung, wie du deine Zukunft, dein Leben denn wirklich haben möchtest. Wie will ich es haben in der Zukunft? Wie soll mein Leben ausschauen? Wie soll mein perfekter Tag ausschauen? Das macht Sinn. Indem du tagsüber diesem Gedankenkabarett hier freien Lauf lässt und nicht präsent bist im Hier und im Jetzt, nimmst du nicht nur die schönen Geschenke und Botschaften, die das nimmst du nicht nur nicht die Geschenke entgegen, sondern die landen irgendwo bei dir im Briefkasten, ob du sie später auspackst oder nicht. Sei mal dahingestellt. Es stresst dich total und du löst Themen aus der Vergangenheit nicht und du kannst damit auf diesem Weg auch keine Herzensplanung machen, wie dein Leben wirklich in der Zukunft ausschauen sollte, was deinem Seelenplan entspricht. Und probier das bitte aus, heute immer und immer wieder dich in deinen Gedanken zu beobachten, präsent zu sein im Hier und im Jetzt bei den Dingen, die du machst, vor allem auch so bei ungeliebten Tätigkeiten, weil dann wirst du noch eines feststellen, du kommst plötzlich wieder in das Gefühl, Zeit zu haben. Gerade so bei ungeliebten Dingen, so Dinge, die man nicht gerne machen, die hat ja jeder von uns, die habe auch ich. Gerade da nehme ich mir ganz bewusst Zeit, jetzt mache ich das, weil dann wirst du merken, wie dir alles viel leichter von der Hand geht und wie du binnen kürzester Zeit diese Aufgabe erledigt hast. Auch wenn du vorher gedacht hast, boah, das da braucht jetzt 2, 3 Stunden, bis ich das erledigt habe. Ganz seltsame Dinge geschehen da. Wenn du dir bewusst Zeit nimmst, vor allem für Aufgaben, die du nicht so gerne machst, wirst du merken, wie rasch du das erledigt bekommst, wie es dir von der Hand geht und wie du wieder in das Gefühl kommst, Zeit zu haben, wie du dann auch tagsüber plötzlich wieder Zeit hast. Und deshalb ist es auch so hilfreich zu verstehen, dass du den Tag mental ein bisschen durchgehst, in Gedanken und eine Planung machst. Ganz genau durchgehst, was tagsüber ansteht, was du wann machst. Und von den gefühlt 1000 Dingen, ich hatte mir früher immer viel zu viel vorgenommen, gefühlt 1000 Dinge, mir vorgenommen, das kann natürlich nicht gut gehen, auch das stresst natürlich, schon gleich 997 und schon gleich 997, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, ad acta legst und die 3 Dinge, die du dir für heute vornimmst, die du heute machst, die auch wirklich machen, im Hier und im Jetzt sein, präsent sein und dann wirst du auch merken, wenn du dich darin übst, wie du in das Gefühl kommst, Zeit zu haben, wie du in das Gefühl der Präsenz kommst, in die Ruhe kommst, wie du mehr die schönen Geschenke des Lebens und die Botschaften des Universums entdeckst und annehmen kannst und letzten Endes auch umsetzen kannst. Okay? Also meine Liebe, für morgen bestelle ich wieder eine stabilere Internetverbindung. Vielleicht war es die Übung jetzt für mich hier bei diesem spannenden Thema mit ständiger Internetunterbrechung.